Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video, wie ihr im Hintergrund schon seht, soll es ein Update geben zu Die Mountain Finance. Wir sind mittlerweile an Tag 12 bzw. mittlerweile an Tag 13 angekommen des Projekts. Wir sehen im Hintergrund, unsere Useranzahl läuft auf die 500 zu. Es sind mittlerweile knapp 25.000 Matic im Projekt investiert. Und wenn wir hier anfangs gleich direkt auf Moonarc springen, dann sehen wir, Die Mountain Finance in dieser Zeile hier mit weiterhin grünen Zahlen. Also das Projekt ist weiterhin am Wachsen. Wie gesagt, 12 Tage ist das Projekt alt. Man zahlt 8% Gebühren bei der Einzahlung. Die Auszahlung ist völlig kostenfrei. Und das Projekt läuft auf dem Polygon-Netzwerk und man muss hier den Matic-Token investieren. Das gleich nochmal vorab. Wir springen zurück auf die Homepage und gehen in die dezentrale Applikation. Verbinden hier oben einmal unsere Wallet und schauen mein Portfolio an. Und zwar, ich habe ja 180 Matic investiert. Dazu ist seit dem letzten Update-Video nichts mehr dazugekommen. Ich habe mir das Ganze jetzt Tag für Tag angeschaut. Die Investitionssummen halten sich relativ konstant, wie ich euch gleich im Hintergrund zeigen werde. Auf jeden Fall ist das hier meine gestakte Menge an Mount-Token. Und wir werden jetzt mal direkt in die Auktion reingehen. Wie wir hier sehen, an Tag 13 in den ersten 50 Minuten sind jetzt bereits hier 161 Matic eingezahlt worden. Und man würde jetzt zu dieser Rate Mount-Token im Wert von 17.400 Stück erhalten. Dann sehen wir hier im Hintergrund meine Stakes. Ich habe in den ersten 3 Tagen eben Einzahlungen getätigt in Summe von 180 Matic. Habe darauf jetzt auch schon Dividenden erhalten. Das werde ich euch gleich im weiteren Schritt zeigen. Und wir sehen hier die Einzahlungen der verschiedenen Auktionstage. Wir halten uns gerade relativ konstant, beziehungsweise der letzte Tag, der 12. Tag, war jetzt etwas schlechter wie die Vortage. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht im Tag 13, beziehungsweise bis zu Ende der Woche, ob das Ganze noch weiter abbaut. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt hier die Stakes anschauen, die ich gemacht habe, und zwar meine Stakes sind jetzt hier schon bei knapp 71 bzw. 75%, die weitesten zumindest. Und ich habe beim dritten Stake, also an Tag 3, bin ich schon über 100% meiner eingezahlten Summe angekommen. An Tag 2, das ist dieser Stake hier, bin ich bei 80% und Tag 1 bei ca. 60%, wenn man es mal grob nach oben hin aufrundet. Ich kann natürlich mein initiales Investment hier noch rausziehen, also dann wäre das hier reiner Profit, indem ich meinen Stake hier am Marktplatz anbiete. Ich habe das in meinem letzten Video schon gezeigt und ich werde das auch machen, sobald meine Stakes ausgelaufen sind. Also ich werde warten, bis ich alle zusammen habe, wenn alle hier ausgelaufen sind, also spätestens an Tag 23, werde dann alle Mount-Token, die ich hier gekauft habe, in Summe hier am Marktplatz investieren. Wir klicken hier gleich mal drauf. Es sind gerade aktuell 27 Stakes zum Sale angeboten, 4 wurden bereits verkauft und insgesamt wurden dafür rund 70 Matic ausgegeben. Wie gesagt, ich habe es im letzten Video schon genauer erwähnt, auf jeden Fall werde ich dann hier auf die Sell-Funktion gehen und dann hier meine Stakes, wie ihr hier seht, ich werde das alles in einem Stake dann quasi zusammenfassen und hier auf dem Marktplatz anbieten für ca. 100 oder 150 Matic, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall so, dass das definitiv gekauft wird, also ich werde das Ganze quasi etwas unterpreisen, um dann quasi ein 2x in diesem Projekt gemacht zu haben, wenn man quasi meine Einzahlung plus meine Rendite hier rechnet. Das ist der Plan für die kommenden Tage. Wie gesagt, wir sind aktuell an Tag 13 des Projekts. Ich erhalte meine letzten Mount-Token hier ausgezahlt an Tag 23. Wenn sich jetzt nichts mehr drastisch ändern sollte, dann ist das, wie gesagt, der Plan. Sollte sich was ändern, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ich werde auf jeden Fall ein Update-Video dazu machen, wenn ich diesen Stake bzw. wenn ich das Ganze hier am Marktplatz anbiete und dann hier die einzelnen Schritte im Video zeigen. Was ich euch jetzt ebenfalls noch zeigen wollte, ist in der Telegram-Gruppe. Und zwar wird das ganze Projekt auf der Binance Smart Chain kommen für den BNB-Coin. Das Ganze wird launchen am 9.9. um 21 Uhr bzw. 23 Uhr deutsche Zeit. Aber da das ein Auktionssystem ist, ist es nicht wichtig, direkt zum Launch einzusteigen, sondern einfach nur am ersten Auktionstag. Vermerkt euch einfach schon mal das Datum. Ich werde auf jeden Fall definitiv ein Video dazu machen und das Ganze hier auf meinem Channel sozusagen promoten. Das ist natürlich keine bezahlte Werbung, da ich das Projekt einfach nur hochlade, weil ich es interessant finde und es äußerst rentabel ist, vor allem wenn man direkt am Anfang einsteigt. Es wurde unter anderem auch eine AMA abgehalten, die man sich hier nochmal anschauen kann bzw. anhören kann. Natürlich, das Ganze ist in den angepinnten Nachrichten in der Telegram-Gruppe. Ich werde euch das in der Videobeschreibung verlinken. Und sie haben unter anderem eine Partnerschaft mit dem Everest Miner. Jeder weiß, wie groß das Everest-Projekt war. Sie haben jetzt 2 Miner rausgebracht, unter anderem für BNB
und für BUSD. Und es wird jetzt hier einen Cross-Airdrop geben. Für jeden, für den das interessant ist, der kann sich das Ganze im Detail hier einfach nochmal durchlesen. Und das ist eben alles Neue. Wie gesagt, es kommt das neue Projekt auf der Binance Smart Chain. Und ich werde hier meine Matic-Token dann auf dem Marktplatz anbieten, sobald ich alles ausgezahlt bekommen habe, um das Ganze hier circa mit einem 2 bzw. 2,5x abzuschließen. Das ist mein Plan für die nächsten Tage. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn es Fragen geben sollte, gerne unten in die Kommentare. Wenn es spezieller werden sollte, könnt ihr mir gerne jederzeit auf Twitter schreiben. Link ist unter anderem in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.